Hallo, meine Lieben. Der größte Fehler, den ich im Studium gemacht habe, war wirklich kein Erasmus-Semester zu machen. Ich habe mich damals einmal für eine Erasmus-Stelle beworben und da habe ich die leider nicht bekommen und dann habe ich es gut sein lassen und ja, ich hätte auf jeden Fall diese Erfahrung mitnehmen sollen. Freunde, macht ein Erasmus-Semester. Heute gibt es zwei, drei Tipps dazu und ja. Dann könnt ihr aus meinem Fehler lernen und könnt es besser machen als ich. Ja, welche Voraussetzungen gibt's fürs Erasmus-Semester? Punkt 1, ihr müsst mindestens ein Jahr an der Uni studieren. Das heißt, das erste Mal könnt ihr euch so bewerben, wenn ihr im dritten Semester seid. Punkt 2, ihr braucht so ein Motivationsschreiben. Das macht ihr aber einfach dann, wenn ihr eure Bewerbung macht. Ich habe jetzt meins nicht mehr gefunden, sonst hätte ich euch das hier mal gezeigt. Da saugt ihr euch einfach was aus den Fingern, das kriegt ihr schon hin. Und Punkt 3, ihr braucht gewisse Sprachkenntnisse für das Gastland. Zum Beispiel, wenn ihr nach Frankreich geht, ein Französisch-Sprachnachweis ist ganz gut. Und wenn ihr nach Spanien geht, Spanisch. Aber bei mir war es damals so, wenn man nach Polen gegangen ist oder nach Ungarn, dann hat es ausgereicht, wenn man einen Englisch-Sprachnachweis hatte. Und by the way, Osteuropa kann ich auch nur empfehlen. Da ist es richtig, richtig geil. Absolut unterschätzte Reiseziele, auch für Erasmus. Ja, das ist alles kein Hexenwerk. Das kriegt ihr hin. Ganz wichtig ist es noch zu wissen, macht das Erasmus-Semester für 2 Semester. Also nicht eins, sondern macht auf jeden Fall 2 Semester. 2 Semester ist der Regelfall. Und wenn ihr nur eines macht, dann kann es mit Semesterferien und allem sein, dass ihr im Endeffekt nur 3 Monate weg seid. Und das ist ja wohl ein Witz. Und ich kann euch auch noch beruhigen, die 2 Semester Erasmus, die zählen als beurlaubt. Das heißt, die gelten nicht als Studiensemester für Jura. Und das bedeutet, die werden euch auch nicht weggenommen für den Freischuss. Nehmt's auf jeden Fall wahr, es hat nur Vorteile. Macht's besser als ich und bewerbt euch für einen Erasmus-Platz. Wenn ihr keinen kriegt, dann bewerbt euch im nächsten Durchgang nochmal. Und wenn ihr es da nicht schafft, dann organisiert selbst einen Auslandsaufenthalt. Macht's besser als ich und abonniert den Kanal. Cheers!